Heute schauen wir uns an, wie man auch Texte, also Titel zum Beispiel, animieren kann mit Hilfe von Keyframes. Viel Spaß! Ich wähle also Effekte, brauche Titelbearbeitung und merke, es passiert nichts. Naja, ich muss erst das Video anklicken, für das ich ja einen Titel machen möchte. Jetzt klappt das. Ich schreibe mal Garten. Ich wähle eine andere Farbe. Klicke irgendwo hin. Mache jetzt die Schrift ein wenig größer. Schaue mir das im Vorschaufenster an. Ja, diese Geschichte hier, diese Animation gehen zum Beispiel auch sehr gut mit Keyframe. Das werden wir mal machen. Ich wähle normale Größe. Gehe jetzt mit dem Cursor wieder an den Anfang, klicke vorher auf die Spur, in der der Titel ist. Wenn der ein bisschen länger angezeigt werden soll, ziehe ich die Spur einfach ein bisschen länger und habe die jetzt vor mir. Linke Maustaste gedrückt halten, loslassen. Ja, jetzt beginne ich mal so ziemlich am Anfang dieses Titels und gehe dann auch wieder auf Effekte und wähle mir jetzt wieder Ansicht Animation. Dort finde ich dann Größe und Position und da lege ich erstmal fest, am Anfang soll die Größe so sein, wie ich sie jetzt sehe. Gehe ein bisschen weiter in meiner Zeit und wähle nochmal einen Keyframe aus und weiß jetzt von hier bis da bleibt der Text jetzt in der Größe so, wie er ist. Wenn ich ein bisschen weiter gehe jetzt, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte diesen Text drehen. Linke Maustaste gedrückt und jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5 mal rum. Ich lasse ihn ein bisschen schräg stehen, schaue dabei auf das Vorschaufenster, klicke mal woanders hin und schaue mir das Ergebnis an. Leertaste gedrückt. Und schon haben wir den Effekt. Jetzt kann ich auch sagen, bis hierhin hat er sich dann gedreht. Bis an diese Position etwa soll er so bleiben. Das heißt also, ich setze jetzt nochmal einen Keyframe. Und dann soll der Text so langsam aus meinem Fenster verschwinden. Dazu mache ich vorneweg bei gedrückter Steuerungstaste und drehe ich das Rollrad, mache jetzt die Ansicht des Vorschaubildschirms kleiner, 30%. Jetzt fasse ich mit dem Mauspfeil hier rein, linke Maustaste gedrückt und ziehe das einfach aus dem Text, aus dem Bild heraus. So, wenn der Platz da ist, ja, es scheint noch zu klappen. Ich kann hier noch immer weitergehen. Ich habe immer zu die Maustaste gedrückt. Jetzt gucke ich mir das Ergebnis mal an. Stopp. Machen wir erst wieder Ansicht 100%. So wie es der Zuschauer auch sieht dann. Und jetzt verschwindet das Bild. Wenn ich jetzt den Titel wieder markiere, linke Maustaste gedrückt, dann kann ich hier nachverfolgen, dann sehe ich hier die gesetzten Keyframes. Und ich kann die Position jeweils anfahren, indem ich hier anklicke und sehen, wie sich das entwickelt hat. Ja, bis hier. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's mal nach. Tschüss, vielen Dank. Vormachen, nachmachen. Und tschüss.